So, hallihallo, liebe Leute. Ich komme heute mal wieder zurück mit einem World of Tanks Video. Lange, 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 lange ist es her. Ja, heute mit dem BZ-120. Tier 9, chinesischer Medium-Panzer, hat eine riesen Kanone drauf mit fast 250 Durchschlag und 440 Alpha. Einen richtig guten Turm, eine weiche Wanne und wir präsentieren hier heute meinen Panzer als mein erstes. Ich kann gleich sagen, es war ein bisschen lucky, dass ich das bekommen habe, weil mir relativ viel Damage geschenkt wurde. Kleiner Hinweis, das ist natürlich hier wieder die Replay-Steuerung der Kamera, sprich, ihr seht, wie ich gespielt habe, beziehungsweise wir alle sehen, wie ich gespielt habe. Ich steuere gerade nicht die Kamera, ich bin einfach nur da, um hier das euch nachzukommentieren. Das war einfach, ich habe gestern ein bisschen in der Lernpause, habe mich heute früh eine Prüfung geschrieben, habe ich in der Lernpause ein bisschen World of Tanks gespielt, weil ich das relativ gut finde zum Abschalten. Hier habe ich mit Absicht das Tor aufgeschossen, dass ich es später einfach durchfahren kann, weil ich bis dahin dachte, ich muss die vorher einmal anschießen, um durchzufahren. Das ist aber gar nicht der Fall, ich kann die einfach so durchfahren, das sehen wir später noch. Und hier habe ich mich hingestellt, weil ich dachte, okay, ich bin anscheinend der Erste, dann kann ich mal einzielen. Ich habe eine relativ genaue Kanone, wenn ich es denn hinkrieg, aber dort war mir das zu heikel, da auf den Schuss zu gehen, weil er sehr, sehr wenig rausgefahren ist in dem Moment, wo er ankam. Und das war mir zu heikel, dort selber den Schuss zu kassieren. Wie gesagt, weiche Wanne. Und ich stand jetzt nicht wahnsinnig gedeckt für die Wanne. Wieder, lieber mal nicht. Unser AMX-30, seht ihr schon auf der Map, ist relativ weit vorgefahren. Unser 60 TP fährt hinterher. Die decken dort gerade relativ viel auf. Das ist also relativ klar. Ich frage viel zu häufig relativ. Es ist sehr viel, sehr klar, was hier wo vorhanden ist. Es ist sogar hier die Jagdpanzer sind sogar offen. Deswegen denke ich mir, okay. Versuchen wir mal den Jagdpanzer R100 schön an die Bodenplatte zu geben. Das blind zu machen, ist unwahrscheinlich, dass ich an die Bodenplatte treffe, weil dann natürlich der Aim auf den Berg dahinter geht. Aber ich bin dabei nicht aufgegangen bei der ganzen Aktion. Und hier ist normalerweise diese kleinen zerstörbaren Knüppelchen sind mir im Weg. Der ist, glaube ich, wirklich dahinter. Ich könnte ihn treffen, wenn ich wüsste, wie es dahinter aussieht. So. Unser AMX-30 ist dummerweise schon tot. Der hier vorgefahren war. Wir haben gerade einen Typ hier schwer gehabt. Generell, die Heavy-Linie ist ziemlich festgefahren. Also da würde ich gerade nicht viel Nützliches bringen. Deswegen halte ich hier so ein bisschen die Mitte. Guck mal, dass hier nicht irgendjemand reinfährt. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Typ 4 mir hier reinfährt in die Sichtbarkeit. Macht allerdings nicht, da er außen an dem Ding da fährt. Ich weiß nicht. Achso, das habe ich auf die Tür geschossen, stimmt. Er fährt aber jetzt langsam außen an dem Ding vor. Der linken Seite. Und ich habe mich natürlich bereitstellen nachgeladen, um mir eine mitzugeben. Das Problem ist, so wie ich jetzt stehe, könnte er mir auch einen Snapshot reindrücken. Deswegen versuche ich mich gerade noch ein bisschen so hinzustellen, dass meine Wanne weniger zu sehen ist, beziehungsweise lasse ich ein Stück rausfahren, bevor ich mich rausbewege, damit er auch wirklich in einem Bereich ist, wo ich ihm eine geben kann. Und dort dachte ich nicht, dass ich an der unteren Bodenplatte abpralle, beziehungsweise nicht durchkomme. Ich habe, glaube ich, irgendwie die Dinger getroffen. Aber da gibt es mir noch einen T10 von der Seite. Da war ich halt zu gierig. Ich war logischerweise offen. Der T10 ist ein One-Shot theoretisch. Allerdings will ich mir vom Typ 4 keinen einzigen Schuss fangen eigentlich. Wenn ich es vermeiden kann, will ich es nicht kriegen. Und das war ein schönes Snapshot. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Snapshots sind in der Kanone sonst sehr, 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 sehr schwierig. Und hier habe ich ein bisschen Panik, dass der Typ 4 mir gleich irgendwie 800 Damage reindrückt oder so ein Scheiß. Es sind so die 300, aber er schießt halt mit Gold-HE. Das ist halt. Aua, 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 aua. Ich habe irgendwie auch kritische Treffer. Ich habe irgendwie zurückgeschossen. Ich habe versucht, oben die Luke zu treffen. Ich gehe davon aus, dass ich hier schneller nachlade als er. Und da habe ich versucht, die weiche Seitenwanne noch mit zu erwischen. Hat aber nicht funktioniert. Also ich gehe davon aus, dass ich deutlich schneller nachlade als er. Und hier aber auch schon meine Kollegen rumziehen rechts. Das heißt, ich kann einfach links rumfahren, um ihn dazu zwingen, nach zwei Richtungen kämpfen zu müssen. Was natürlich dafür sorgt, dass er seine Kanone rumdrehen muss und dass meine Freunde den hinteren Bereich oder die Seite oder ich den hinteren Bereich oder die Seite von dem Turm sehen, wodurch sie eigentlich durchkommen sollten. Das ist so meine Aktion hier, deswegen stehe ich einfach nur hier. Ich fahre nicht rum, weil wie gesagt, er kommt die ganze Zeit zu mir. Da seht ihr auch, dass ich rausgezoomt habe, um da besser um die Ecke gucken zu können. Ein T95 hat hier versucht, hinter mir vorbeizuschießen. Das ist vollkommen okay.
dadurch nichts in der Ecke steht, was mich direkt bedroht, ist das mir relativ Wumpe. Dass hier die anderen, der ST2 nicht schneller rumzieht und mir mehr auf den Typ 4 geht, bin ich ein bisschen perplex. Weil, wie gesagt, der Typ 4 zielt die ganze Zeit in meine Richtung. Ihr könnt einfach rumfahren, ihr könnt ihm einfach eine geben. Hier habe ich dann langsam überlegt, kann ich vielleicht doch irgendwo eine Position finden, wo ich auf ihn schießen kann. So, jetzt fängt an zu drehen. Und das heißt, okay, jetzt kann ich wieder rumkommen und jetzt kann ich ihm wieder eine geben. Und dort ist er abgebrannt. Da hat er einfach noch einen Brandtick gekriegt. Das ist der erste Luckshot sozusagen. Das ist dort gefinisht wurde durch mich damit. Der nächste größere Luckshot kommt dann später noch. Ich muss allerdings sagen, meine Crew ist darauf geskillt, dass sie, die haben die Fähigkeit hier besonders häufig, die Module zu zerstören der Gegner oder zu beschädigen. So, und hier denke ich mir halt, okay, die Seite kann ich nicht verteidigen. Das sind so viel zu viele Hügel, die fahren hinten durch. Ja, der Typ 4 schwer war wahrscheinlich das Problem, was uns sozusagen hier in der Mitte aufgehalten hat. Hier sieht nicht danach aus, dass noch mehr ist. Meine Heavys fahren auch schon rum, um die anderen Heavys zu flankieren hier, der ST2. So, deswegen, hier bin ich allerdings aufgegangen, sprich, die Leute, Gegner wissen, dass ich hier bin und ich bin gerade ein bisschen verwirrt und nicht so richtig entschlossen, wo ich jetzt hinfahre. Weil da rausfahren wollte ich nicht einfach, weil ich vermute, der Jagdpanzer E100 wartet dort auf mich. AKA zielt hart in meine Richtung. Deswegen versuche ich mal hier hin zu sneaken und dort einen in die Bodenplatte zu schieben. Und das hat sogar funktioniert. Ich glaube allerdings durch das Rädchen vorne an der Ecke war nicht ganz die Richtung, in die ich gezielt hatte. Also die Kanone dauert lange zum Einzielen. Ist die Badge sogar aufgegangen. Dauert lange zum Einzielen, ist deswegen schlecht für Snapshots, außer man steht halt wirklich nah dran. Aber sie hat halt, wenn sie trifft, rumst sie. So, und der Jagdpanzer 100 ist weiter durchgefahren, sprich erwartet hier nicht mehr auf mich, dass ich auf die offene Fläche rausfahre. Es gibt ja noch ein Objekt 704, aber hier riskiere ich es einfach mal. Warum? Weil ich dem Jagdpanzer E100 hinten reinfahren will. Und dann hat links von mir gerade das Objekt 704 geschossen. Aber da es geschossen hat, kann ich halt entspannt durchfahren. Aber dann bin ich natürlich ein bisschen scared, dass mir gleich das, wenn ich hier weiterfahren würde, noch einen in den Arsch setzt. Das ist so ein bisschen das Problem, dass das hält mich hier auf. Aber jetzt hat es geschossen, deswegen fahren wir zur nächsten Deckung. Das heißt nämlich, ich kann dem Jagdpanzer E100 dann von hinten Druck machen. Bisschen einziehen, dass wir auch wirklich treffen. Zack, schön. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, dass der mir in die Seite schießt. Allerdings reagiert der irgendwie gar nicht da drauf. Und dann denke ich mir halt, okay, na gut, dann setzen wir uns halt einfach dahinter und hopp. Jagdpanzer weg. Hier habe ich sogar noch ein paar. Oh, der kann auf mich schießen, aber der guckt komplett in die andere Richtung, der reagiert auf nichts, der scheint irgendwie disconnected zu sein oder gecrashed zu sein oder was auch immer. Der ist jedenfalls nicht in Game. Hier dachte ich noch, er ist in Game, deswegen ziehe ich hier so vorsichtig durch. Gebe ihm schön da eine Seite vom Turm, aber nö. Der ist nicht in Game. Also wirklich AFK. Der nicht! Und die habe ich gerade in einem AFK die Kette gezogen. Sehr sinnvolle Aktion. Und mein Fahrer ist gestorben bei der ganzen Aktion. So, pop. Und dort ist der Luckshot, der nächste. Da habe ich 1100 Damage bekommen, weil ich eben den Munitionslager zerrissen habe. Fahrer noch schnell repariert, damit wir hier schnell drum rumfahren können, um das Objekt zu flankieren. Da das ja jetzt wieder in zwei Richtungen arbeiten muss. Wenn hier der E75 weiterfährt. Ich will natürlich keinen Schuss mehr fangen von dem Objekt. Das hat mir gerade 600 Damage gegeben. So, zack. Einmal kurz einzielen. Zack. Schön in Popo schießen. Jetzt kann der E75 das One-Shotten. Sehr schön durchgezogen. Ja, sind wir bei 3.900 Damage, ne? Wie gesagt, 1.100 quasi geschenkt. Aber auch sonst, meiner Meinung nach, eine ziemlich gute Runde. Die Map natürlich super ideal, weil mit dem Panzer kannst du auf nichts schießen, was irgendwie nur auch nur leicht unter dir steht. Ich bin hier offen, das heißt, irgendwas macht mich hier noch auf. Auf der hinteren Ridge muss irgendwas stehen hier. Deswegen bleibe ich hier gerade stehen. In die Richtung, die ich gefahren bin. Warum auch immer ich Scouting Points für den T49 bekommen habe. Der STB1. Auf den hätte ich vielleicht schießen können, hätte ich das eher gesehen. Hier bin ich schon wieder offen. Das heißt allerdings, irgendwas deckt mich hier auf. Ich muss also hier in dem Bereich stehen. Der muss hier irgendwie runtergefahren werden. Ja, genau, da ist er schon. Der hat mich also aufgedeckt. Ich brauche einen Moment länger in-game, um rauszufinden, wo es ist. Ja. Also wie gesagt, ideale Karte,
angenehme Gegner, die Mitspieler haben mitgespielt, wenn ich irgendwie in Bedrängnis war. Das war eine sehr angenehme Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht.